Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds mit dem Drago Basler. Ja, wir haben Pieti getötet im Lunaris Tempel, sind im Imperial Garden zum Labyrinth gegangen. Hedge Maze heißt es. Und müssen jetzt zum Stept of the Gods. Wir machen das die Bibliothek später. Die ist recht zeitnervend und nütz. Mit bösen Gegner, die nerven immer. So, kurz zurück. Ich brauche unbedingt ein paar Properties, damit wir recht gute Items hoffentlich bekommen. Okay, ein Orb of Scoring. Damit kann man Games runterstufen, wenn wir zu viel Dexterity, Stärke oder Intelligenz brauchen. Also der Game braucht. Und es rechnet. Aber man muss ihn finden, deinen gelben Gegner. Oh, das ist jetzt nicht so gut weit genug. Einfrieren. Aber kein Problem. Wir haben ja übrigens den guten Trank der Resistenz, der auch ihn nun gegen Einfrieren, Freeze macht. Einige Zeit. Das ist nett. Also ihr seht, blaue Einfrieren. Schreibt am besten das Video dort oder ich zeige es nochmal. Rechnet. Aber wir machen keine kritische Dame. Es ist nicht immer so schnell mit der Hut, aber kein Problem. Krit wurde sowieso wieder ein bisschen. Ja, nein, es ist der Change of Crit. Change Spell on Crit. So. Das Zepter of God. Man sieht leider gar nichts, aber man sieht es hier. Rechnet. So. Hier kann man überreden. Ah, der Malachai. Was ist das? Malachai. Tönt wie ein Land in China. Das ist die Mongolei. Ja, das werdet ihr genug früh erfahren. Ist einer der hässlichsten Gegner. Ja, das wird besonders schwer hier noch Ding finden, weil es drei Stockwerke sind, die sie auftauchen können. Dafür gibt's ein oranges Blitz. Ah ja, seht ihr Offer Evalery ganz unten? Es gibt so einen Feuerbänder von dem. Das haben wir, glaube ich, schon so. Unbedingt müssen wir da ein Evalery, so ein Goldring oder so herstellen. Unbedingt. 6 Rarity. Ich denke, wir machen den rein, hä? Ja, ist ja nur Leben und Ding. Mana. Da haben wir Resistenzen. Müssen wir mal kurz schauen. Energy Shield, Resistenzen, Stärke. Oh, nein, ja, bleib. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Okay, es brennt nicht mehr. Gut. Ah, ich hätte fast noch getötet. Er war nur halb Leben, aber
Ihr wisst es. Kann wirklich sein, dass man das waren Properties, deshalb so war es so stark. Noch ein Properties. Boah, zweimal starke Gegner. Habt ihr gesehen, wie mein Leben runtergegangen ist? Heftigst. So. Schauen wir weiter. Also das war eine sehr leichte Ding. Aber auch eines, das extrem failen kann. Und das nervt immer. Vor allem der Ton, wenn man eins failt. Ich mag diesen Ton nicht, der erklingt. Jedes Mal, wenn man ins Gebiet reingeht. Also auch hier wahrscheinlich dann wieder erklingt. Wenn es eben noch zum gleichen Gebiet gehört. Ja, die Türme sind nicht so gut gemacht. Jeder Stockwerk, ein neues Level wäre besser gewesen. Oh, das ist der Starke. Der macht extrem Blitzschaden, weil er so viel Fallen setzt. Ihr seht's, habt ihr es gesehen, wie viel Blitzschaden der macht? Den muss man taktisch, also immer seitwärts ausweichen am besten, aber. Ja, sehr schwer gewesen, habt ihr es ja gesehen. So, Dele. Ja. Auf Akt 4 können wir gut freuen. Dass der Akt 3 nicht so gut endet zu Ende. Also. Mir gefällt das Ende des dritten Akts nicht so gut. Okay, Akt 4 hat auch ein schlechtes Ende, weil es extrem unfair ist. Aber da kann man gegenwirken. Also alles macht eigentlich relativ Spaß, wenn wir einfach die Items haben hätten. Und wenn ihr nicht weiterkommt, einfach ein bisschen Magic Find machen und dann habt ihr genug Stärke. Dann seid ihr genug zäh oder genug stark für weitere Levels. Also, gesessen habe ich nie großartig an irgendwas. Eher Probleme mit der Zeit, die ich investieren. Was ist das? Operation. Der steht wieder auf als Geist. Okay. So, ist das jetzt das Level mit dem Waypoint? Ich darf ihn nicht vergessen. Es könnte sein, hä? Bei Magic Finden könnte man hier auch, wird es wahrscheinlich nicht machen. Aber der ist auch gut, also. Ja, ich werde alles noch Level zeigen, wo gut sind zum Magic Finden, bis wir dann bei den Maps sind. Bei den Maps könnte man es erraten. Können wir dann auch zusammen noch ein bisschen herausfinden. Wurde viel wieder geändert. Da weiß ich auch nicht genau so. Schaut euch mal das an. Das waren mehr Explosionen pro Feuerball. Sieht doch nice aus. Und ich habe recht gehabt. Ich kenne die Zahl wirklich nicht. Es ist, glaube ich, 4. Steht nicht mal eine Zahl. Okay. Man muss wirklich zählen von Hand. Also von. Vom Kopf. Gut, jetzt haben wir alle Prophecies eigentlich in diesem Turm gehabt. Okay, der Rock-Exile ist noch nicht gekommen. Stimmt. Oh, habt ihr gesehen, wie groß der wurde dank dem Hochfliegen? Ist der näher gekommen? So, obvious. Bald geschafft. Das ist okay. Nicht, dass wir da noch irgendwo falsch gehen und lange brauchen. Besser zeigen.
Kann ich die Levels dann noch in Asylus? Ja. Fragt einfach, was ihr sehen wollt, und ich mach's nochmals richtig schön langsam. Ich denke, er ist hier. Nein, nicht hier. Doch hier unten wahrscheinlich. Ja. Immer dort hingehen, wo ihr wollt. Nicht irgendwo anders hingehen. Mit dem los. Was ist denn mit dem los? Aber einen neuen, hä? Corruption. Also korrumpiert, eine Essenz. Gefangen von einem Monster. Modifiziert den Unpredictability. Predikt. Was heißt Predikt? Praktizieren. Scheinbar ist er dann immer gut korrumpiert. Denke ich jetzt mal. Hier geht's nicht weiter gerade. Muss man ein bisschen Kurven machen. Ja, wir sind gut. Immer direkt zum Ding. Und hier habt ihr den Skyn freigeschaltet. Du kamst hier raus und bist dann einfach da gestanden. Und ihr habt so eine Mitteilung bekommen. Oh, jetzt könnt ihr den Skyn füllen. Das immer noch nötig ist. Ich denke schon, aber hat man ja schnell geschafft. Also das Let's Play hinkt ja immer extrem hinterher mit der Zeit und so. Weil es ja noch hochladen ist und so. Noch andere Projekte habe. Und ich hätte nach einem Tag wahrscheinlich das schon geschafft. Wenn ich jetzt kein Let's Play machen würde, keinen Sport und nur suchten würde. Gut. Ja. Liebe Domitius. Ich freue mich auf dich. Es wird hart, aber es wird richtig cool. Hallo Schätzchen. Darf ich deine Leutchen töten? Mehr sind schon mal tot. Noch mehr Leutchen. Noch mehr Idioten von B töten immer. Damit sie keinen fetten Schaden machen kann. Oh, ein Crimson Juwel. Oh, jetzt ist er da. Wenn der das schießt, sollte man eigentlich relativ aufpassen mit dem Leben. Ja, so kann er natürlich nicht mich analysieren. Oh! Blöde Frau, haut ab! Ha! Er ist tot! Er ist tot! Hallo? Ja, ich mach's jetzt extra, unwissend. Nein! Was passiert mit ihm? Oh Gott! Er wird zu einem Dämon. Er wird zu Diablo. Er wird zu die Goma Sanchon Siege. Er wird zu irgendwas Hässlichem. Und hier solltet ihr Blutresistenz haben oder hier in diesem Kreis bleiben. Dann hau ich auch nicht ab, sonst würde ich abhauen und immer wieder snipen. Shotgun. So, mal ein bisschen Resistenzen. Ich sehe das.
Das waren ja recht viel hier. Ja. Es ist unmöglich. Ich habe keine Reserve. Burning. Ja. Es ist halt im ersten Mal immer sehr schwer. Gut. Aber ihr seht's, ich habe euch gewarnt. Ja, okay, ich habe euch schon Part 1, glaube ich, gewarnt. Vorher nicht mehr so, aber ihr seht's, macht Stacks und ist danach Geschichte. Oh, schön. Gut, hast du gedroppt. Glückwunsch. Das nehme ich noch mehr. Und eben den Crimson Juwel. Ah, noch Schuhe. Ja. Und hier war das Spiel zu Ende. Man konnte durch ein Portal und fertig. Und eben seit den 1,5 Jahren bis 2 Jahren oder so konnte man dann da rein. Und hier ist es dann auch die Stadt. Denke ich mal. Ja, Aquädukte, was wir jetzt hier sind. Ja, neue Gegner und alles. Also das ist sehr linear, das Ding. Das geht immer nach Nordwesten. Und ist aber auch immer wieder ein bisschen anders auf die Seite und so. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf diesen Akt. Auch wenn er extrem schwer ist und ich wahrscheinlich noch mehrmals sterben werde, bis ich gute Items habe oder so. Also ich mache PT-Runs Farm. Und ja, Dominicius werde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber jetzt vor allem aufleben. Melee Physical brauchen wir doch nicht. Ja, der Aoe könnte noch schöner sein. Ich hätte den auch getroffen. Immer mal wieder die Seite wechseln. Also ich mache es, glaube ich, jedes Mal, wenn es ja ein bisschen vergangen ist. Also ihr seht hier oben rechts. Also das habe ich gesehen. Die nicht gesehen, oder? Bisschen rot habe ich gesehen. Das ist immer eine Wahlarena. Also ein bisschen mehr Mount Monster Damage, 11% mehr. Kein Problem. Der Boss könnte vielleicht das Problem sein. Was ist denn das? Ah, das ist der Schrein. Das ist nervig. Immer Knockback. Schrecklich, hä? Hätten wir einfach immer wenn Knockbacked. Zurückgeschlagen. Rückstoß. So, was haben wir jetzt hier? Kein Boss. Bisschen größer als ich dachte. Wir müssen, glaube ich, ganz falsch, oder? Nein, nicht mal. Denke ich. Hä? Okay. Ja, schau mal an. Da ist ein Exile. Gibst du uns die Sachen? Kill a Rock Temple. Ah, es gibt mehrere Rock Temple. Ich dachte, es gibt nur diesen, weil es so stand. Aber nein, es gibt, glaube ich, mehr. Wie werden die eigentlich entwickelt? Sind das dann Spieler, die einfach dann so umgestaltet werden? Aber ich glaube nicht, das sind einfach so zufällige. Von der Geschichte oder so noch ein bisschen.
paar Builds nachempfunden. Das nehme ich mit. Eventuell kann es sein, dass ich da noch einen Nebencharakter mache, zum euch zeigen, was es so möglich ist. Mit Burning Arrow. Und Fall Burning Arrow könnte auch noch drin sein, aber ich nehme es auch mal mit. Es gibt nämlich ein Game, ein Crystal, also ein Juwel, das irgendwie macht, dass die dann weiterfliegen, in Ketten und so, und richtig geil scheint zu sein. Ich habe es noch nie ausprobiert und möchte es gerne mal ausprobieren, ohne dass ich irgendwie Licht sparieren lasse oder so. Könnte genial sein. Wenig Cold-Resistenz. Damage mal. ...22, ja. Na gut. Feuerresistenz hat mich voll. Schön, schön. Shockwave. Ist wirklich ein schlecht durchdachtes Key. Weil die Totems, die greifen nie an. Die Gegner müssen extrem nah kommen. Aber sie werden zurückgestoßen. Also kommen sie nicht nah ran. Oder fast nicht nah ran. Also schießt er nie. Ich mochte den Bild überhaupt nicht. Und er ist langsam. Und ich weiß nicht, wie die Totems eigentlich recht Dinge haben, die Reichweite erhöht werden oder so. Aua, du blöder Gockel. Genau. Immer ausweichen, wenn sie hochfliegen. Sonst seid ihr platt. Aber schön platt. So. Was ist denn eine Warplate? Die will ich auch mitnehmen. Oh, schaut euch dieses Geviecher an. Hässliches Viech. Raus. Raus. Okay. Was ist ein Wasserrad oder so etwas? Tönt so. Gut, dann haben wir einen schönen Part gemacht. Und im nächsten Part geht's dann in einer meiner Lieblingslevels und bluten ein bisschen. Eventuell. Leider. Aber hier im Akt 4 haben wir schön viel Blut der Gegner. Das freut uns doch, oder? Ja. Das Spiel wollte einfach ein bisschen erwachsener werden, denke ich. Oh je. Also, hier in dieser Stadt, das ist wirklich eine wunderschöne Stadt, die extrem klein ist, haben wir besondere wir haben keines? Wir haben eine Doppelhändlerin. Händlerin. Die reden immer wie nacheinander und so. Wir haben hier ein Siegel, da kommen wir nicht rein. Hier haben wir komische Raptoren. Dann haben wir hier Oyun. Und die Lady Diala, die, dazu sage ich mal nichts, ist richtig gut gemacht. Eine meiner Lieblingskätzchen. So, jetzt müssen wir das rote Banner holen. Dazu müssen wir Lieblingsnebengebiet ohne, ja doch, mit Boss. Haben nur mit Gebietsboss, beziehungsweise Questboss.
Einfach weil es gut zum Level, gut zum Magic Fighten ist und so. Hier kann man jetzt die Division Cards reinlegen, die voll sind. Und zu, um sie dann umzuwandeln, je nachdem was es gibt dann. Jo, also. Wow, viel Mana. Poison. Ich brauche schon eins noch. Ja. Damage over time. Das ist nicht so wichtig für mich. Oh. Das nehmen wir. Hier, keine Bewegungsgeschwindigkeit, aber Energy Shade Boots hat. Hier, nö. Das ist auch nichts Gescheites. Bleeding. Resistenz. Rarity. Ja, nette Sachen gefunden. Also zuerst einmal, ich brauche den unbedingt hier und den hier. Aber die haben wir jetzt wieder nicht verkauft. Wisst ihr was? Ich hasse das. So, das muss ja nicht. Das kann ich aufbewahren. Dann machen wir noch kurz einen Orb auf. Hey, habe ich jetzt da alles? Aha. Ich hoffe nicht falsch geklickt. Das nervt. Für was? Direkt neben der Kiste. Liebe Entwickler, ihr habt da falsch Sachen gemacht. Nervige Sachen gemacht. Ja. Auf jeden Fall den mal noch anlegen. So. Was ist das? Eisbett. Das denn? Dahin. Punishment ist Melee Damage. Ja. Sodele. Rarity einfach. Ist ja wenig. Verkaufen, verkaufen. Aufbewahren. Okay, danke fürs Schauen. Ja, ich mache wieder eine MF-Pause und im nächsten Part gehen wir dann in mein Lieblingsgebiet für von den Akten. Ja, okay. Es gibt noch eins, das ein bisschen besser ist. Moment kurz. Aber nur als Map. Ja, dann ist es das Beste. Auf jeden Fall sehen wir wieder besser aus. Mit dem Helm. Okay, sieht scheiße aus. Ich weiß. Ja, ich hoffe, ich finde noch irgendwo ein Item, das wir gebrauchen können, um den Endboss zu besiegen. Ich werde da wahrscheinlich oft sterben. Ich müsste dann die Sachen besser legen, also mehr Heiltränke reinlegen. Ja. Wird schwer. Aber kein Problem. Mit uns zusammen schaffen wir alles. Ihr Zuschauer dürft mir gerne Tipps und Kommentare schreiben. Und ich beantworte auch sehr viele Tipps. Also, gebe euch Tipps, wenn ihr sucht. Und alles weiter. Ja, bei mir kommt ihr meistens, also zu 90% immer eine Antwort. Also Leute, die die ganze Zeit in den Kommentaren das gleiche sagen und so nicht und einfach sagen Hi oder sonst irgendwas. Ja, nein, Hi würde ich noch beantworten, aber ja. Also, ich freue mich auf jeden Fall über jedes Kommentar
Und bis zum nächsten Mal, euer Dragobasler. Tschüss.